Hallihallo. Ja, ich bin wieder da mit Sims 2. Und ja, in der letzten Folge haben wir vier Sims auf die Uni geschickt und haben dann versucht, die Fähigkeitspunkte hochzukriegen. Ja, ich würde sagen, da machen wir jetzt einfach weiter. Weil, ja, Kathi ist auf dem Weg zum Unterricht. Und bei der Abigail dauert es erst bis zum Abend. Sie sollte, glaube ich, ja, sie macht gerade ihren Spaß wieder ins Grüne. Ja, Adam habe ich ins Bett geschickt, weil er schon mit dem Kopf in seinem Essen gelegen war, was vielleicht unpraktisch ist, so. Ja, ich weiß auch nicht. Es waren, glaube ich, Pfannkuchen, in die er reingefallen ist. Ich würde sagen, dass ich den Theo jetzt aus dem Bett rausschmeiße. Dann kann er sich auch mal Pfannkuchen gönnen, bevor die noch schlecht werden, weil ich meine, wenn die ganze Zeit hier liegen, dann dauert es nicht lange, bis die dann auch schlecht werden. So, er schläft. Da geht der Spaß schon mal mehr ins Grüne. Mechanik braucht sie und Logik. Dann kannst du hinterher vielleicht Mechanik noch lernen. Er schläft. Theo braucht halt noch zwei Fähigkeitspunkte in Charisma und Sauberkeit. Aber ich denke mal, nach dem Frühstück können wir uns darum auch kümmern. Obwohl ich glaube, dass der Spaß dann eher wieder das Problem sein wird. Vielleicht kann er sich da eine Komödie angucken. Ich hoffe, dass das funktioniert irgendwie. So, ich glaube, du hast genug Spaß. Nicht so schlingen. Das tut auch gar nicht gut. Aber wir haben ja auch noch zu tun, also. Ja, super. Teller wird auch gleich direkt abgeholt. Das habe ich auch schon gesehen. Gut, gehen wir auch mal nach oben. So, wie lange hat denn Kathi Unterricht? Bis um 11. Das heißt, die taucht hier gleich auch wieder auf. Ich glaube, ich muss gleich Adam aufwecken, weil er demnächst auch zur Uni muss. Brauche noch einen Sauberkeitspunkt. Ansonsten hat er alles. Dann stehst du jetzt mal auf. Vielleicht holst du dir noch einen Sauberkeitspunkt. Ich hoffe, deine Laune reicht noch dafür. Und Theo, wie sieht's bei dir aus? Interessanter Film. Und schon vorbei. Oh mein Gott. Kathi hat heute Professor Veronika Gördes kennengelernt und Professor Claudio Kratz. Das heißt, du bist zu Hause, ja. Bevor du malst, ich gucke erstmal, ob du noch was brauchst. Nee, im Moment nicht. Ich denke mal, wir bauen einfach auf den Fähigkeiten auf. Aber jetzt macht sie erstmal ihre Schularbeiten. Hausarbeiten. So. Ich glaube, du könntest vielleicht mal Charisma lernen. Bei Abigail sieht es eigentlich ganz gut aus. Ein
Charisma-Punkt hast du gekriegt. Hat ja nicht lange gedauert, ne? Ich glaube, du machst jetzt auch mal Hausarbeiten. Das fördert bestimmt deine Noten. Und Adam, wie sieht's aus? Nicht mehr lange. Yay! Ein Sauberkeitspunkt. Gut. Damit bist du erlöst fürs Erste. Wie sieht's aus? Spaß müsste ich dir noch ein bisschen hocharbeiten. Abigail. Ich glaube, das reicht. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen Logik üben, also Schach spielen. Wie wär's? Er macht da. Dann müsste ich dir theoretisch noch was essensmäßig entgegenkommen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oh ja. Ich seh's. Dann darfst du auch ruhig noch ein bisschen tanzen. Ach ja. Hast du einen Spielpartner gefunden? Oder doch nicht? Hat sie keine Lust mehr? Ach nee, sie war nur dabei gesessen. Okay. Du bist hier. Okay. Dann geh jetzt was essen, weil dein Spaß ist so halbwegs in Ordnung. Toll. Da hat sich das Essen auch wieder erledigt. Da sollte es gleich auch Klick machen, dass wir einen Logikpunkt kriegen. Und dann könntest du vielleicht duschen gehen. Und dann kannst du die vielleicht mal sauber machen. Er geht zur Uni. Ah ja. Ein Logikpunkt mit einem Logikpunkt belohnt. Gut. Dann kannst du jetzt duschen gehen. Was ist mit dir? Irgendwie hat die Hausarbeit nichts gebracht. Ja? Dann kannst du gleich noch eine schreiben. So, Kathi, was ist mit dir? Spaß ist in Ordnung. Und das ist eigentlich egal. Duschen. Ach so. Du musst ja hier duschen gehen. Das ist ja die Männerseite. Sebastian Schiffers geht gerade duschen. Okay. Okay, die sind jetzt beschäftigt. Dann gucke ich nochmal beim Theo vorbei. Gut. Bei dem ist auch alles in Ordnung. Ich denke mal, wenn wir soweit mal alle halbwegs auf einem grünen Zweig hier haben, könnte man sich mal um die Beziehungen kümmern. Dann gucke ich mal, dass der Theo und die Abigail sich ein bisschen näher kennenlernen und dass die halt alle einfach ein bisschen mehr miteinander zu tun haben. Ja, ich glaube, das ist eine... Wir kennen eine Kuh. Magnus von Graf. Das ist ja interessant. Aber mit Abigail versteht er sich schon. Ja. Gut, fertig mit Duschen. Dann würde ich sagen, nimmst du dir noch einen Pfannkuchen? Ach ja. Gut, du hättest die Dusche auch noch säubern können. Also ist ganz dir überlassen. Gut. Was könnten wir jetzt mit dir machen? Vielleicht wollt ihr vielleicht mal miteinander tanzen? Ja. So. Du musst mal aufs Klo.
Nee, du spielst jetzt nicht. Du gehst jetzt aufs Klo und gehst duschen. Dann kannst du die vielleicht mal sauber machen. Die Sachen hier. So, Kathi ist in Ruhe. Das sieht auch alles gar nicht mal so schlecht aus. Serena Läufgen. Theo hat in einer Stunde Unterricht. Und dann wird das mit Säubern nichts. Dann nur noch aufs Klo und dann ab zum Unterricht. Sie ist auch schon auf dem Weg. Ach ja, wer kommt denn da? Der Adam. Das trifft sich ja gut. Weil, ja, er gönnt sich noch den letzten Pfannkuchen. Wobei, du könntest dir auch was von den frischen Sachen holen. Und dann würde ich vorschlagen, gehst du auch mal aufs Klo und duschen. Und dann würde ich sagen, dass du dich mal mit der Kathi da ein bisschen gut stellst. Alle Punkte beieinander. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich müssen wir das trotzdem noch weiter aufbauen. Und der Notendurchschnitt sieht aber nicht gut aus. Ne? Also, die Leistung, die Abigail gerade bringt. Ich hoffe, das ändert sich noch. Weil alle anderen haben es halbwegs über dem Strichchen hier. Naja. Das erste Jahr hat ja erst gerade mal angefangen, also denke ich mal, werden wir bis zum Ende des ersten Jahres schon hinkriegen, die Noten halbwegs in die Höhe zu kriegen von allen. Und auch zu halten. So. Dann würde ich mal sagen, unterhalte ich mal mit... Ach so, nee, Quatsch. Er muss doch erstmal aufs Klo. Müssen wir da tatsächlich rangehen? Ach, guck mal, da ist die Kuh. Also jemand im Kuh-Outfit. Mit der können wir uns doch unterhalten. Also mit Magnus von Graf. Okay, der Direktor ruft anscheinend an. Welcher ist denn das? Professor Claudio Kratz. Okay. Aber vergesst die Kuh nicht, ne? Er ist gerade duschen. Und dann kannst du vielleicht hinterher noch deine Hausarbeiten machen. Wobei, eigentlich könntest du heute auch mal frei nehmen. Oh. Hat das gerade geholfen, unsere Note zu verbessern, mit dem Direktor zu sprechen? Ist ja mal genial. Ja, das muss ich gleich mal mit Adam ausprobieren. Ob da der Balken dann auch hochgeht. Vielleicht können wir den Professor anrufen. Müssen wir mal ausprobieren. Ah nein, nicht schlafen. Weiß nicht, wenn wir da vielleicht die Brinkmann nicht einladen, nur plaudern. So, mal schauen, ob das irgendwas bringt hinterher nach dem Gespräch. Ja, mal krass. Da müssen wir mit Abigail dann auch die Professoren anrufen. Dann könnt ihr plaudern, Witze erzählen, wertschätzen. Vielleicht schon freundschaftlich umarmen und nochmal plaudern. Vielleicht geht auch schon ein Flirt. Okay, lass das lieber, bevor die Noten eher sinken. Mhm. Dann unterhaltet euch dann mal schön.
So, ich. Du bist auch schon wieder da? Das ist ja schön. Ach ja, genau. Das ist aber gut, dass bei dir das gestiegen ist und du verstehst dich nicht mit der Kuh. Das ist völlig in Ordnung. Man muss sich nicht mit allen Kühen verstehen. Bei dir sieht es auch super aus. Ach Mann, das läuft ja super. Du hast das Duschen noch verpasst. Könntest du dich vielleicht auch sauber machen? Und dir was zum... Nee, Essen brauchst du eigentlich nicht. Aber du könntest vielleicht auch mal hier an dem Gerät Spielautomaten Spaß holen. So, wie sieht's bei euch aus? Achso, Quatsch. Jetzt habe ich schon wieder den falschen ausgewählt. Ich will noch den Adam. Ich will doch da mal vorbeigucken. Ihr könnt auch gerne zusammen tanzen, wenn ihr wollt. Ja. Ihr dürft euch ruhig weiter unterhalten. Schmutziger Witz. Kann man auch immer mal wieder machen. So, du hast Hausarbeiten gemacht. Du hast Hunger. Dann gönn dir doch mal so eine Schüssel Müsli. Dann kannst du vielleicht aufs Klo gehen. Und dann würde ich schon sagen, schick ich dich schon mal ins Land der Träume. Dann gucke ich noch, was die beiden hier treiben. Er ist noch beschäftigt mit den Duschen. Und wie sieht's aus? Oh ja, das sieht doch gut aus. Da kann man doch drauf bauen. Habt ihr eigentlich schon miteinander geflirtet? Ah ja, das kommt noch. Da bin ich mal gespannt. Wird's funktionieren? Ich verstehe schon, ihr unterhaltet euch gerne über Mode und Make-up, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also, da gibt es immer nur Pluspunkte, also ich bin echt begeistert davon. Ja? Wollt ihr miteinander flirten? Oh ja, das funktioniert, ne? Ja, und warum sollte man sich nicht auf der Uni verlieben? Und dann noch ein bisschen wertschätzen. Fragen. Nach Date können wir dann auch vielleicht mal fragen. Was sind denn so deine Wünsche? Sim auf ein Date. Um ein Date bitten. Es ist zwar spät, aber wir könnten mal danach fragen, oder nicht? Vielleicht hätte sie ja Lust, die liebe Kati. Oder bist du zu müde, oder? Oh. Aber wir können ja trotzdem mal fragen. Ah ja, okay. Ihr könnt auch ruhig dann zusammen tanzen. Ich weiß zwar nicht, ob... Was will denn die Crew jetzt angemacht werden? Nee. Nee, 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 nee. Oh ja, das geht ja richtig nach oben. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen... Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, es war anscheinend positiv. Wie sieht's denn mit den anderen aus? Du bist im Bett. Du hast genug Spaß. Das heißt, dich schicke ich auch ins Bett. Ihr beiden, ihr habt noch ein Date. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie kriege ich das hin, dass das in die Luft geht. Also in die Höhe, meine ich. Müsste ich euch ein Doppelbett hinstellen, damit ihr dann auch ein Techtelmechtel haben könnt? Ich probiere das einfach mal aus. Ich weiß zwar nicht, ob der Platz reicht für ein Doppelbett und was für ein Doppelbett wir uns leisten könnten. Ja gut. Wird ein bisschen eng in der Bude, würde ich mal sagen. Wie sieht's bei dir aus, Adam? Gut, auch nicht viel mehr Platz. Wem gehören die eigentlich? Leg ich mal hin. Dann kriegst du halt jetzt keinen. Ach, man braucht auch keinen Schreibtisch. Aber es geht ja darum, dass ihr Tür aufschließen und dann entspannen. Und dann kannst du da auch entspannen. Ja, ich weiß, du kannst im Moment noch nicht aufs Bett. Ne? Ah, doch. Nein? Okay, entspannen, bitte. Und ja, ich weiß, ihr seid müde. Aber das ist jetzt wichtig für das Date. Beim ersten Date geht schon direkt ins Bett. Ist das nicht toll? Wobei, können die das schon? Oh ja, das funktioniert. Kuscheln und küssen. Dann sind sie auch mal miteinander befreundet. Es läuft doch. Dann kannst du sie auch noch küssen. Macht's euch einfach gemütlich. Hallo? Ich hab gesagt, ihr sollt euch... Och, was ist denn los? Ihr seid echt... Schnarschnasen. Wenigstens auch großartig, okay? Wie wär's? Ups, nicht aufbrezeln. Also irgendwie, ich glaube, das wird noch nichts. Nein? Hier, wir sind beschäftigt, Kuh. Kannst du dich nicht einfach einmischen? Ja, ich weiß, ihr seid müde. Na gut, dann legt euch schlafen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Okay. Ihr beide seid Dings, das ist in Ordnung. Da ist auch alles im grünen Bereich. So, dann können wir die Nacht vorspulen. Okay, vielleicht hätten wir... Die Zeit läuft ab. Ja, das ist toll. Wie ist es denn gewesen? Danke, ich habe mich gut amüsiert. Vielleicht gehen wir nochmal zusammen aus. Ah ja, das können wir machen. Und jetzt müsst ihr extra aufstehen, um euch vorsichtig zu küssen? Okay, wenn ihr das machen wollt. Aber dann bitte auch gleich wieder schlafen, okay? Bitte? Weil... Oh mein Gott. Ja, 5 Stunden hast du Zeit, deine Energie wieder oben zu haben. Das tut mir echt leid. Ach ja, da ist jemand wach geworden. Hallo, Abigail. Hast du gut geschlafen? Direkt an den Rechner. Ist völlig in Ordnung, ne? Mach ruhig. Ich weiß nicht, ansonsten haben wir mit dir, glaube ich, nichts zu tun, außer dass du vielleicht nochmal duschen gehen kannst. Wobei, dir sieht's echt
mies aus, ja, ich weiß. Du stehst deswegen auf, weil du Hunger hast. Aber hier gibt's ja schon was zu essen. Wem gehören die eigentlich? Ach, das ist immer noch die von Sebastian. Du schläfst noch? Das ist in Ordnung. Aber ich muss dich gleich wieder aufwecken, damit du noch aufs Klo gehen kannst und vielleicht auch noch was essen. Bevor du in die Uni musst. So, du stillst deinen Hunger. Mit Kati Freundschaft fürs Leben schließen. Okay, Spielturnier gewinnen. Einen Fähigkeitspunkt erhalten und ein Spielzeug kaufen. Aber ich wüsste nicht, was dir jetzt ein Spielzeug bringt. Bist auch schon aus dem Alter raus. Wir könnten das mit dem Fähigkeitenpunkt mal in die engere Wahl ziehen. Vielleicht bei Mechanik ein bisschen noch. Aber ich glaube, du bist zu fertig dafür. Ich bin so froh, dass du erst um 14 Uhr los musst. Weil du kannst hinterher noch aufs Klo gehen und duschen, dann hättest du das schon mal erledigt. Und wegen Spaß, ich weiß nicht. Unterhalte dich nicht so viel, sondern ess lieber. Was ist denn bei dir? Okay. Wie sieht's beim Tee aus? Der hängt auch schon am Computer. Super. Du gehst jetzt mal aufs Klo. Was ist bei dir? Bei dir ist auch alles in Ordnung. Du musst jetzt leider aufhören zu essen, weil du auf die in den Unterricht musst. Also ich denke mal, wir kriegen das schon hin, dass die gut gelaunt sind. Und ich meine, mit den Noten, da brauchen wir uns, glaube ich, bei allen keine Sorgen zu machen. Das läuft. Solange die auch regelmäßig zur Uni gehen. Und dann, wie sieht es denn aus? Ihr seid doch halbwegs gut drauf. Dann könnt ihr euch doch mal unterhalten, oder nicht? Witze erzählen. Bewundern. Oh, was war das? Hattest du da gerade? Nee. Und dann ein bisschen plaudern. Ja, das ist doch auch ganz gut. Noch ein bisschen Witze erzählen. Du bist auf dem Weg zur Dusche und dann ins Bett. Also das Essen scheint ja teilweise nicht zu helfen, den Hunger zu stillen. Oh mein Gott, du bist total mit Spaß am Ende. Ich glaube, ich sollte dich erst noch an den Apparat hier stellen. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich mit euch das dann auch schon machen kann im Flirten, ob das funktioniert. Also nebenbei ein bisschen Unterhaltung, dann sinkt auch das Freundebedürfnis nicht. Das ist ja auch wichtig. So, jetzt gucke ich mir nochmal die Wünsche an. Okay, du willst einen Fähigkeitenpunkt und dich noch besser mit Kati verstehen. Kati. Nee, das kommt nicht in Frage, dass du zu Hause bleibst. Nachbarn beobachten, glaube ich, muss jetzt auch nicht sein. Dann tue ich dir das mit Adam mal festmachen. Was bei euch? Sich verlieben. Das passiert ja auch dann demnächst, ne? Denke ich. Wenn das bei euch so weiter funktioniert. Über eine Glaskugel, okay. Und einen Pfannenwender, okay. Also reden die gerade übers Kochen. Oh ja, das funktioniert auch.
Ah, da haben wir für beide, haben wir... Nein? Oh, ein schmutziger Witz. Vielleicht solltest du nochmal... Ich hoffe, dass du nochmal ein bisschen schlafen kannst, bevor du los musst. So, wie läuft's? Du kannst ja auch romantisch küssen. Vielleicht haben die beiden auch mal ein Date. Und dann können wir noch ein bisschen rumflirten. Und nochmal wertschätzen. Ach, das ist doch gut. Eng umschlungen vielleicht noch? Vielleicht geht das? Das funktioniert auch noch. Super. Oh ja. Ich hoffe, das kommt gut an. Anscheinend. Hat das denn jetzt funktioniert mit dem sich verlieben? Oder muss man erst noch ein richtig rotes Herz kriegen? Wahrscheinlich. Du könntest ihn ja auch mal küssen von dir aus. Und ein bisschen vielleicht auch mal ein Ständchen bringen. Das würde ich mir gerne mal angucken. In der Zwischenzeit könnte ich die Kathi noch mal duschen schicken. Ja, das... Oh. Wie süß. Scheint ihm auch zu gefallen, ne? Noch ein Küsschen hinterher. Ach, das läuft auch. Ob wir uns schon verloben sollten, ich weiß nicht. Oh ja, das könnte vielleicht hinhauen, dass sie sich vielleicht noch richtig verlieben, damit wir die Punkte hier kriegen. Dein Sims sehnt sich nach der wahren Liebe. Okay. Yes, yes. Sie haben sich verliebt, ist das nicht süß? Ach Gott, ihr seid ja in die Arme springen und dann noch ein bisschen rumknutschen. Wie sieht's bei dir aus? Du hast dich noch nicht verliebt? Wieso hat das bei dir nicht funktioniert? Ach so, wahrscheinlich, weil noch nicht genug Punkte da waren. Na komm. Noch ein bisschen rumschmusen. Ja, ich weiß, wir stehen im Weg. Es tut mir leid, Kathi. Oh, du hast doch eh Hunger. Warum gehst du nicht was essen? Du musst zur Uni, mein Lieber. Habe ich schon wieder fast vergessen. Von alleine steht er nicht auf, ne? Auch gedacht, dass ich den einfach so zu Hause lasse und nichts mitkrieg. Okay, ich glaube, du gönnst dir auch was zu essen. Und dann du auch. Ah ja, er hat sich auch verliebt. Das ist doch schön. Ach, das ist richtig schön. Oh, auf Kathi steht er anscheinend nicht, aber das macht ja nichts. Kathi will auch nichts vom Theo wissen. So. Außer wahrscheinlich freundschaftlich. Weißt, ich meine, warum nicht? Ach, das ist toll. Dann können die später vielleicht machen wir mit denen auch noch. Ach du Scheiße, was hier passiert? Naja, auf jeden Fall ziehen die wahrscheinlich nach der Uni-Zeit sowieso alle zusammen.
Mal gucken, wie es halt mit der Freundschaft zwischen den allen so läuft. Und ja, dann würde ich fast schon wieder sagen, dass ich hier an der Stelle einen Cut mache. Und dann gucken wir einfach, was in der nächsten Folge noch so alles passiert. Außer Uni und Liebe und Freundschaft schließen. Und noch ein paar Fähigkeitspunkte zusammen kriegen. Bald ist ja auch, in 18 Stunden sind schon die Abschlussprüfungen. Da müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen das nach oben treiben, die Balken. Wie sieht's denn bei allen aus? Ah ja, also um Kati brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, aber ich würde sagen, den Teil machen wir dann in der nächsten Folge und dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag oder Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video gucken werdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!